Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's. Mit dieser Folge. Es verfolgt mich, es macht mich wahnsinnig. So, dann. Oh, do come in. Stimmt, sie habe ich schon getroffen, die Gutachterin. Gegen ihn möchte ich gern kämpfen. Vielleicht kann ich die Rennstrecke noch gar nicht bauen. Da muss ich erst auf. Ach, hier oben ist das. Okay. Es hängt alles an der Großaugenbrasse. Es hängt alles daran. Und die finde ich nicht. Goods, right? Leave it to me. Zwei, nimm mal die Eier da raus, die brauche ich nicht mehr. Was ich, das Einzige, was mir nochmal einfällt, ist, in die Bibliothek nachzugucken. Da gibt es auch ein Fischbuch. Aber ich vermute mal, da sind nur die Fische drin, die ich schon gefangen habe. Deshalb wird das, glaube ich, nicht so viel Sinn machen, aber ich gucke trotzdem nach. Weil eine bessere Idee habe ich gerade nicht. Ohne diesen Fisch komme ich ja nie voran. Ansa-Makrele. Da war natürlich klar, dass da nur die drin sind, die ich schon gefangen habe. Aber da kriegst du auch keine wirklich den. Ach, das ist doch Quatsch alles, ey. Please, come again. Das ist doch alles quatschig. So. Also. Gehen wir nach Imparshiak. Bei den Haien in der Wüste. Dann probiere ich das jetzt hier nochmal. Die Simulationsschlacht. Da ich mich beim letzten Mal ja richtig dämlich angestellt gestern. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Kann ja meine Teams auch bearbeiten. Passive Fähigkeit. Sie kann halt das wiederherstellen.
Aber die einzelnen kann ich dann nicht austauschen. Die sind fest. Weil ich habe sie halt mit 100 Zauberkraft. Dass man da die einzelnen austauscht, geht nicht. Aber ich glaube, ich nehme die mit rein. 90, 70, 80, 80, 70, 100. Ja, was ist jetzt besser? Da sind 10 mehr, die sind gleich. Die sind gleich. Nee, 80, 80 sind gleich. Dann mache ich das mal so. Zack. Ach so, die stehen schon alle. Bewegen kann ich nicht. Kann mein Team bearbeiten, bestätigen. Okay, dann machen wir mal Kriegsbeginn. Muss ja scheinbar sein. Kann ja nichts weiter machen. Ein Stadler. Ich mach einfach den. Ich warte. Ich warte wieder ab. Ich mach Verteidigungsposition. Kann man hier schon mal mit dem Bogenschützen Schaden machen. Gucken wir mal, wie gut das läuft. Einfach eine Frontalschlacht. Oh Gott, sind wir so schwach, dass wir so zurückziehen müssen? Okay, da fliegen die halt weg. Da hinten fliegen sie auch. Nur die in der Mitte sind stark. Da waren die wir zu schwach. Was ergibt sich jetzt taktisch daraus? Sollen die beiden das weiter und die gegeneinander? Das ist auch dumm. Kann Befehl machen. Die werden einfach geschwächt. Und wir machen hier einen Angriff. Und zwar dann noch hier, was haben wir noch? Legionsbefehl. Concentrate your attack. Don't miss. Wir steigern uns nochmal. Mal gucken. Oh, sie ist weg.
Ist das alles, was wir können erreichen? Ja, der in der Mitte ist ganz stark eigentlich mit seiner. Und hier läuft es eigentlich ganz gut. Da läuft es auch nicht so gut. Okay, ich habe den Wutmodus. Okay, die ziehen sich wieder zurück. Aber die greifen ja immer wieder an. Wir können uns mal heilen. Eigentlich müssen die erst zerstört werden, damit die dann auf denen gehen können. Die bleiben in der Verteidigung. Hups. Der macht's genau richtig. Der geht voll auf eine Einheit. Also die werden jetzt komplett auseinandergenommen. Die wurden ja komplett auseinandergenommen durch den Move. So, die fallen jetzt. Okay, die fallen. Ziehen wir alles darüber. Er geht darüber. Kann er noch was machen? Wir haben noch den Wutmodus, okay. Legionsbefehl. Macht keinen Sinn. Guys, we're gonna win. No. Genau. Steigern wir uns mal. So. Ansonsten haben wir nichts mehr. Ja, die verteidigen. Okay. Geht's los. Zwei greifen an. Ich mach den Wutmodus an. Na, gucken wir mal. Das Kriegsspiel sieht ganz unterhaltsam aus. Ja, das sind halt die großen Schlachten. Und bisher war nicht so viel Taktik nötig, aber scheinbar steckt da doch mehr drin, als man denkt. Ich bin auch noch nicht so geübt drin. Die in der Hauptstory waren recht geskriptet. Da konnte man nicht so viel falsch machen. Aber wenn du jetzt wirklich mal so einen offenen Kampf hier hast, ist das schon mal so eine bisschen andere Nummer. So eine Legion fällt vom Feind. Wow. I never imagined we would wipe out a whole legion. So, jetzt sind sie eigentlich eingekesselt. Jetzt können die von hier hinten kommen. Können hier angreifen. Ah ne, ist immobilisiert. Dann machen wir Magie hoch. Haben wir noch was? Nee. Er hat auch keinen Befehl. Auch nichts. Also die können alle nur angreifen. Und das machen wir auch.
Angriff. Oh Gott, ey. Steuerung ist ein bisschen hakelig, finde ich. Okay, nee, dann bleibt's. Er bricht ab. Er greift mit an. So. Oh, die greifen alle ihn an. Die kommen von der Seite. Machen wir den Moralmodus und dann auf geht's. Das könnte passen vielleicht. Kommen wir von allen Seiten. Jetzt knallt's richtig rein. Wir haben's. Oh, der eine fällt auch gleich. Aber meine sieht auch nicht mehr ganz gut aus. Oh, das ist ja ganz knapp hier. Ich habe einen fetten Panzer, ja. Das ist mein großer Vorteil. Dass ich einen kleinen Panzer habe. Oh, das haben wir gerade so überlebt hier. Oh, doch nicht mehr. Einfach umgefallen. Der fette Panzer rettet mir auch ganz schön den Hintern, glaube ich. Aber wir haben gewonnen. Ziel erreicht. An Erschöpfung gestorben, ich glaube auch. Kurz vorm Sieg umgefallen. With me on your side, you'll do even better. Ah, super, Stadler. I'm convinced. Bring me aboard and I'll train your troops so hard that death'll bounce right off. Willkommen, Meister. Welcome to the ranks. The name's Stadler. Stadler. It's an honor to serve. Super, Stadler. Training ist wichtig. Sage ich auch immer, Training ist wichtig. Oder wie die Fitnessleute immer sagen, no pain, no gain. So, was wollte ich mir noch angucken? Hier, dieses Rennen wollte ich mir... Nee, sie wollte ich mir noch angucken. Hey, you. I think I might have a job for you. Except, you're still just a little too... Yeah. You know what? Forget it. Okay, sie muss... Keine Ahnung, wen ich dabei haben muss, dass sie mit mir spricht. Wie heißt sie, Quinn? Ich muss mir das mal aufschreiben. Oh Gott, die Liste wird immer länger. Person, Fragezeichen, Trigger. In Pershi. So. So, hier gibt es irgendwie so ein lustiges Rennen. Ach, kann ich hier nicht mitmachen? Ich dachte. Beim letzten Mal klang das so. Okay. Ey, dann wahrscheinlich doch. Hauptquest? Nehme ich an. Ich habe nichts, was geschätzt werden muss. Okay, dann nicht. Dann doch Hauptquest. Und vielleicht ergibt sich dann die eine oder andere Sache wieder. Endlich Hauptquest wieder nach 1,5 Stunden. We'll be meeting with Schollmeister's kid. Oh, and Schollmeister is what the Shearks call their leader. Ja, der Sandmeister. The Shearks are fellow mercenaries. I'm on good terms with. So I'm thinking Skid should at least lend us an ear. Just be aware, they approach fighting with something of a different mindset than we do. What do you mean?
War means different things to different people. And everyone's got a reason for taking lives and risking their own. For me and my kind, war is simply a way to put food on the table. And the only life we've ever known, for the most part. Mm-hmm. For the Shi'arks, though, different. How exactly? Probably better for you to hear it from the source. Let's get inside. Da bin ich gespannt, was jetzt kommt. I never really thought about it that way. Das ist bestimmt eine Lebenseinstellung, eine Religion. So basically, you'd be wanting us to join your battle against the Empire. Yes. Duke Aldrich is planning a war of conquest against the League, for no reason other than to sate his ambitions. We're gathering allies to fight back. This be no wee skirmish, Cully. Sounds like any joining your side would be risking their very lives. Do you disagree, Barnard? Nur, dass dieses Sammeln von Leuten gar nicht so einfach ist, weil die alle verschiedene, oder ich sag mal, die haben alle gewisse Ansprüche, bevor sie sich uns anschließen. Ne? Sie machen das nicht so aus Gutherzigkeit. Sozusagen, ey, da ist der Böse, ich schließe mich dir an, du bist cool, mir gefällt die Sache, die du machst. Nein, nein. Die sagen schon, okay, das ist cool, was du da machst, aber wenn ich mich dir anschließen soll, dann brauche ich erstmal das und das. Beweis mir doch erstmal, dass du würdig bist, dass ich mich dir anschließe. Und so ist es ganz schön anstrengend, eine Allianz aufzubauen. Das sind ganz schön holprig. Da ist nämlich ein bisschen so ziemlich viel Sand im Motor. Und es geht schleppend voran. Siehe die Eier sammeln. Die Eiersammlung gerade. Oder dass ich schon seit Ewigkeiten einen Fisch fangen möchte, den ich nicht finde. No, I think you have the right of it. Not that that would amount to a particularly novel situation for us mercenaries. The Sawads are already contracted to you, Chris. And may the sands swallow us if we ever break a contract. Yar. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Einfach mal versuchen, den Pokéball auf die zu werfen. Das ist halt so wirklich das Schöne am Pokémon, ne? Die haben kein Mitspracherecht. Die werden einfach eingefangen und dann kämpfen sie für dich. Und hier? Bring mir eine Großaugenbrasse. Dann schließe ich mich dir an. Bringe mir 5 Eier. Dann schließe ich mich dir an. Bringe mir... Was habe ich hier noch? Ein Glanzstein. Ich schließe mich dir an. Der eine gestern... Der möchte 100.000 Bakwa haben, also die Geldeinheit hier. Schließe ich mich dir an. Für 100.000 mache ich das mal. I guess it's a tough sell. Okay. Sie singen für uns, die Haie. Wie lange wollen sie jetzt singen? Hey.
Okay, da gucken wir mal, wie lange das hier noch geht. Die Heilwesen schauen auch die ganze Zeit Decke die Sonne an, die müssen ein wenig verrückt sein. Ja, das ist halt interessant zu erfahren, wenn jetzt ein Hai einen aufrechten Gang nachgehen kann. Seine Augen sind ja nun mal seitlich, weil er ja eigentlich anders ausgerichtet ist, halt in der Waagerechten. Anatomisch ist das dann sinnvoll, aber wenn die jetzt auf zwei Beinen gehen, weiß ich nicht, ob das anatomisch noch sinnvoll ist, wenn die Augen an der Seite sind. Deshalb sieht es wahrscheinlich mal so aus, als wenn sie nach oben gucken. Kann es sein, dass sich das hier irgendwie aufgehangen hat? Und wenn dann mein Fortschritt weg ist, bin ich auch irgendwie ein bisschen angepisst. Also ich kann nichts machen, ne? Ich kann leider nichts machen und nichts drücken, ne. Ich glaube, wir hören uns jetzt das Lied in Dauerschleife an. Hallöchen, Rahmenfederchen. Es geht. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es hat sich gelöst. Ich lebe noch die Rebirth-Sucht. Die Rebirth-Sucht. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Wie weit bist du denn dort? Und wie geht's voran? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Du kommst und es geht alles kaputt. Aber ich konnte das jetzt irgendwie überspringen. Aber irgendwie habe ich jetzt den ganzen Dialog übersprungen. Natürlich werde ich das. Also wir scheinbar müssen uns jetzt beweisen vor den Haien, weil kämpfen ist für die alles. Haben sie uns ja gerade vorgesungen. Also müssen wir uns beweisen dann. Of course I will. I applaud your conviction, Noah. Wasn't sure you'd agree quite so readily. So, how do you expect him to do this, Skid? Ich bin erst in Union, aber jede Map will ich das letzte bisschen erkundet werden. Man muss ja alle kleinen süßen Chocobos streicheln, nachdem man die Haltestellen aufgestellt hat. Ja, das ist sehr verständlich. Also man kann sich da echt viel Zeit lassen. Wenn man gerade von Anfang an alles auf 100 machen will oder alles ganz genau erkunden will. Deshalb, ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Ich mache stellenweise auch nur jetzt nochmal die Konsole an und mache ein paar Nebenaufgaben, Weltsachen und so. Und deshalb, vielen lieben Dank für deinen Lurk, wenn du mir den Lurk da lässt. Richtig, die Stunden, das sieht man am Ende gar nicht, was man da wirklich versenkt drin. Das ist halt echt krass, dass die Zeit da so schnell verfliegt. Okay, jetzt dürfen wir Rennen fahren. Bootrennen. Viel Spaß mit der Sucht. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Und danke für den Lurk nochmal. Skid,
didn't say anything about winning it. I think an adequately impressive performance should be enough. You'll do it? All right, let's head to the town square. Jetzt wird Bootrennen gefahren hier. Bin ich mal gespannt. Ein gutes Rennen muss ja immer dazugehören. Noch ein Minispiel. Any other entrance? Ain't no one looking to prove their metal. Okay, there it is. Achso, na komm, leg doch gleich los. Yar, I know that look. You're here to enter the race. Hi, this be a rare sight, but an impressive one. Das freut mich, dass ich schon mal so beeindruckend aussehe. Oh, no worries, Cully. I'll personally train ye into a proper Searcraft captain. Ha. I be Eupharius the Seventh. But you'll be calling me coach by chum. Now, okay. Get ready and keep up. Okay. Alles klar. Wait. Geht los. Sound judgment from the Schulmeister. I'll just have to work ye that much harder. Ah, now then, what be your name? It's Noah, coach. Excellent response, Noah. Our training begins now. Be ye ready. Ich bin mega bereit, Coach. Kann losgehen. You bet I'm ready, coach. And your training starts now. Yes, coach. Auf geht's, coach. Noah? Oha. 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 Versuche die Zielzeit des Rennens zu erreichen. Sammle Seelen auf der Rennstrecke ein, um deinen Sprint aufzuladen und setze ihn im richtigen Moment ein, um den schnellsten Weg zurückzulegen. Tore. Du musst sie nicht passieren, doch wenn du sie verpasst, erhältst du eine Zeitstrafe von 3 Sekunden. Sprungplattform, Sprintplatte. Fahre drüber, um zu beschleunigen. Tornado. Lässt sich bei Kontakt abprallen. Versuche ihn zu vermeiden. Fährt er von automatisch? Oha. Oh Gott, die Steuerung muss man sehen. Eieiei. Okay, Steuerung muss man erstmal reinkommen. Okay, Steuerung ist ganz wild. Steuerung ist ganz wild. Zeitstrafe. Okay, das wird kritisch. Very impressive, Cully. Okay. Thank you, coach.
Ich bin sehr unzufrieden mit der Leistung. Yes, Coach. I'm ready to hustle, Coach. Hustle? Let's get you some rest before you collapse. Where is this inn? The Rippling Sands. Rest well, my chum. Okay, okay. Die Steuerung war sehr interessant, weil ich muss den linken Stick nach vorne drücken und gleichzeitig lenken. Aber sobald ich anfange zu lenken, bremst er auch ab und bleibt stehen. Also er lässt sich halt nicht wirklich lenken, wenn ich Gas gebe. Das war so mein Gefühl. Perfect catch. Kammkugelfisch. Großaugenbrasse, wo bist du? Ja. Also ganz seltsam. Ganz seltsame Steuerung. Come on. Come on. Normal bin ich es ja eher gewohnt. Nothing to it. Mit R2 irgendwie Gas zu geben. Aber das war hier gar nicht der Fall. Oh, da ist ein richtig dicker Fisch drin. Ein richtig dicker, den will ich haben. Come on, come on. Yes. Nebenbei ein bisschen angeln für, ich weiß gar nicht wofür. In der Hoffnung, dass ich einmal diesen richtigen Fisch fange. Los, großer, beiß an. Komm schon, du hast Hunger. Put, 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 put. Oh, da kommt ein zweiter Riesenfisch. Come on, zwei riesen dicke Fische. Yes. Yep. Komm schon. Put, 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 put. Put, 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 put. Du möchtest doch auch das Leckerchen. Da, gucke mal. Mmh, Leckerschmecker. Aber es ist wieder der... Die super Chili-Moräne. Das ist nicht meine Großaugenbrasse. Das ist bestimmt nochmal der gleiche Fisch. Ja, okay. Nochmal eine Chili-Moräne. Keine weiteren Fische. Okay, okay. Ich überlege, ob ich nochmal übe. Nee, ach so, nee, das möchte ich nicht. Ich dachte, ich kann auch mal üben, aber... hast jetzt eine Tutorial-Fahrt gemacht und dann musst du gleich ins kalte Wasser springen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Muss man sich gleich austesten. Go get yourself a good night's rest. Ja, mach ich, and don't Chef. Get so excited about the race, you don't sleep. All right? I hear you. And I'm really fired up about it. It's gonna be so much fun. Just take it easy, Tiger. Take it easy, Tiger. Take it easy, Tiger. Something special has me trembling with excitement down to the tip of my tail fin. We be having a special racer today. He sent the imps running at his shan, and now he leads the alliance. He be the one, the only, the Noah. Ja, mit so viel Ruhm kann ich nicht umgehen. Das ist mir gar nicht recht. Play to the crowd. Finde ich gar nicht mal so cool. Going to war against the Empire, and he be asking for the help of the Shi'ar's. But first, he's gonna prove his valor on the sands. This race be telling us whether he's got the teeth or he's all fin. Now let the race begin. Jawohl, auf geht's. This be it, Cully. This be what you trained for. Ja, ich bin einmal gefahren. Das ist kein super Training. Of course, Coach.
I'm gonna hustle and win, Coach. Maybe reel that enthusiasm in a bit. Just try to hit second place. That should be more than enough to impress them. Zweiter Platz. Got it. If your fins be groomed and sharp, let's go! Rassen leben an steinigen Meerzugängen, Höhlen, wenn ich mich recht erinnere, von Riverboy. Ich weiß leider nicht, ob Riverboy hier Anwendung findet. Das weiß ich leider nicht. Oi, oi. Jetzt volle Konzentration hier. Warum dreht er sich denn da weg? Das verstehe ich nicht. Dass er einfach in die andere Richtung lenkt, in die ich gar nicht will. Das war knapp. Ah! Aber gute Zeit, oder? Ey, unter der Zielzeit, das ist doch schon mal was. Sogar zweiter Platz damit. Hab's geschafft. Admit, I'm impressed. Bin selbst beeindruckt von mir. Spectacular, Cully! Absolutely spectacular! What a battle! And such incredible spirit, my champ! Rarely have I seen a dorsal fin stand so tall! Three cheers for Noah! Hallo, wir haben Beyblade, Pokémon, das Kartenspiel, Gwent, Arcade Racer. Warum nicht auch ein RPG-Angelspiel? Kann alles sein. Kann natürlich auch alles gut möglich sein. Vielen Dank für die 100, dass ich gut gesegelt bin. Mir die 100 verdient habe. Vielen Dank dafür. Ey, es kann wirklich alles sein, ne, dass sie sich auch daran orientieren. Aber wenn man die Fische so sieht, sind das auch sehr komische Fische. Satisfied? I am. We Shi'arks would be honored to join your alliance. We'll show ye how a shoal of Shi'arks can chew apart even so mighty a foe as the Empire. Oh. Der Sandmeister schließt sich uns sogar an. Thank you very much. Der Sandmeister höchstpersönlich. Noah. Thank you so much. That is so incredibly sweet of you. And since a valorously run race deserves a prize to match, this be for you. Was gibt's? Eher Schuppenrüstung erhalten. And I have something more. The greatest gift. We Shi'arks can bestow. Fine work, Cully. You're clearly a man worthy to be entrusted with me life. Ah, Eupherios schließt sich uns auch an. Not anymore, Cully. Just call me Eupherios.
We Shi'ark stand ready to fight whenever ye be needing us. As such, we be giving ye our finest warrior and the head of our defense force, Eferius the Seventh. And I'll be serving ye with as much sandpapery grit as I got on me own skin. Ein sehr sympathisches Volk, muss man sagen. Sehr sympathisches Volk. Oh, mit einem Morgenstern knüppelt der rum. Thank you all. Der knüppelt mit so einem, ist das ein Morgenstern? Morgenstern an der Kette? Oder heißt das nochmal anders? Also bekommt man auch viele Helden, wenn man nur die Story folgt? Ja. Bekommt man auch einige, ja. It's an honor to have you, Co. Oh, I mean, Eferius. So, the Alliance's castle be that way, Yar? Yar? It's Hussle! Is he gonna be okay? Looks like he intends to cross the desert by himself. Which reminds me, we should probably be heading back as well. Oh, ja, Salzmord kann man machen, ja. Ja, gut. Kehre nach Ulfbeer zurück. Ist hier sonst noch was? Hey, hier oben war ich drin, das weiß ich noch von gestern. Also allein gestern habe ich... hat sich eine große Gruppe angeschlossen. Da hat man in der Story 6 oder 7 Helden bekommen. Einfach nur storymäßig. Aber viele von den optionalen braucht man für den Basenausbau. Das ist halt das Schwierige. Also wenn du halt deine Basis vorantreiben willst, musst du sehr viel in der Welt suchen und die ganzen optionalen einsammeln. Und die kannst du dann meistens auch mit im Kampf verwenden. Als Support-Einheit oder als aktive kämpfende Einheit. Ganz unterschiedlich. Okay, hier ist erstmal nichts. Jetzt weiß ich nicht, mit wem kann ich sie hier ansprechen? Hey, you. Except, ich bin still just a little too... ein bisschen zu, ja. Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Nee. Ja, aber man kämpft relativ wenig. Also ich schaue erst zum zweiten Mal bei dem Spiel zu und ich habe dich noch nie kämpfen sehen. Nur reden und Minigames. Dann... solltest du öfters vorbeischauen. Nein, Quatsch. Man kämpft sehr viel. Ne? Also das will ich dem gar nicht abstreiten. Aber es gibt halt wirklich gestern... gestern war halt eine große Schlacht. Und danach wurde auch... viel, nee, gestern habe ich gar nicht so viel gemacht. Was ist denn da unten? Das ist aber... es wird auch sehr viel gekämpft. Ja, es gibt diese großen Schlachten, ne? Es gibt diese einzelnen... es gibt auch richtig schöne Dungeons. Oh, sie schließt sich auch an. Na, dann zeig mal her. Was muss ich dafür machen? Okay. Okay.
We only used half our sails out of fairness to the newcomer, but now the gloves come off. Of course, not accounting for the difference in the crafts themselves, so really it's more like half of half the advantage. Now are you ready? Okay, auf geht's. Achso, ich muss ja hier das machen. Oh Gott. Also manchmal lenkt sich das Ding so beschissen. Leck mich am Poppes, ey. Das war der lange Weg, ne? Oh, Hilfe! Ich steck fest. Geil. Ich dachte, ich glitsch mich jetzt durch. Okay, das kann ich mir mal aufschreiben. Garlic. Scarlet, Rennen schaffen im Perschi. Ich denke, das könnte ich schaffen, wenn man die Strecke besser kennt, ne? Müssen wir mal gucken. Ich probiere es noch einmal. Ich will es einmal fertig bekommen. Ist halt wirklich... Oh, schon nicht getroffen. Hier muss man durch, genau die Abkürzung. Zack. Schön mitgenommen. Kehre zum Kurs zurück, bin ich doch. Mach dich mal locker. Oh, was für eine Glanzleistung. Second try. Richtig gut. Kann ich ja doch wieder streichen von meiner Liste. He beat me at the top of my form. Now I know for certain you're a man who's got me dorsal fin. So, you'll join us? In a heartbeat. And water splash me if I be lying. Mach mich nass, wenn ich lüge. Me and the Yorofi are at your service. Thanks, Scarlet. Dankeschön. Ich war auch erstaunt. Das lief richtig gut gerade, ja. Where do we sail to first? I'll take you to the sands farthest horizon. So, jetzt haben wir Scarlet noch. Kapitän der Yorofi. Ja, ich bin begeistert. Ja, lass uns mal die Segel setzen. So. Sie möchte ich auch gern rekrutieren. Aber sie muss man so hart verprügeln, dass sie sagt... Die muss man halt einfach nur verprügeln. Und dann hoffen, dass du sie genug verprügelst, dass sie sagt, okay, ich schließe mich dir an. So, erstmal ihr Schild durchbrechen.
So wird übrigens gekämpft, ne? Also wir kämpfen hier ganz klassisch rundenbasiert. Ach Mist, sie hat keine SP, das ist schlecht. Okay, das Schild ist schon mal kaputt. Ich mache jetzt einfach mal meinen Automodus rein. Gucken, was passiert. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden man ihr machen muss. So, das war zu wenig Schaden. Damit ist sie nicht zufrieden. Not bad, not bad. But did you, if you want another go. Also wie hart muss ich sie verprügeln, dass sie sagt, okay, schließ mich dir an. Ich glaube auch, ich muss höher leveln, um dann richtig Schaden machen zu können. Das glaube ich auch. Vielleicht hat sie aber auch eine Schwäche, weil sie ist Dunkelritter. Das kann auch gut sein. Und ich hab ja auch jemanden, der Licht zaubern kann. Das wäre noch eine Idee. Das komplett Aggressive habe ich gerade probiert. Hat nicht so geklappt. Das hat nicht so geklappt. Oh, 125. Da kam auf jeden Fall mal richtig Schaden durch. Also ich hau ja schon Special Moves raus. Oh Gott, was macht sie denn? Also jetzt hauen sie aber schon ordentlich Dinger hier raus. Aber man hat nur 3 Runden oder so Zeit, ne? 3, 4 Runden. Und ich glaube, da muss man ihr richtig geben. Not bad, not bad. If you want another go. Ja, okay, dann erstmal nicht. Dann gehe ich doch erstmal nach Hause wieder. In mein schönes Ulfbert. I'm a teleportation professional. Ich hätte mich eigentlich ins Innere teleportieren können. Aber ich glaube, ich muss stärker sein. Schloss Ebene 1. Dass man da richtig raufknüppelt bei der, damit da Schaden ankommt. So, hallo. In a building mood, are we? Ja. Storymäßig keine Ahnung, wie weit ich bin. Ich habe mich da jetzt nicht so informiert, wie lang die Story ist, aber ich bin Level 36. Aktuell. Also könnte ich vielleicht sagen, die Hälfte. Die Hälfte könnte gut sein. So, also, warum diese Brasse so wichtig ist, ist das hier, weil dann verbündet sich nämlich der Angler-Typ mit mir und das ist halt hier ein wichtiger Knotenpunkt, um weitermachen zu können, weil hier oben auch noch, vor allem das hier ist eine coole Sache, das brauche ich halt. Ich brauche das alles.
Jetzt kann ich erstmal einen Trainingsplatz bauen. Fürs Militär. Dann mal gucken, was er da macht. Wahrscheinlich werden meine Truppen dafür dadurch besser. Ich kann ihn ja mal besuchen gehen. Mein Truppenhauptmann. So, den suche ich noch ganz dringend. Damit ich einen Prophezeiungssalon bekomme, weil der kann mir wieder sagen, wo andere Verbündete sind. Oder kann mir vielleicht auch allgemein weiterhelfen, wie ich Verbündete rekrutieren kann. Aber ich muss die Person dafür finden. Und ich bin dieser Person schon mal begegnet, was man daran erkennt, dass da ein Bild unten drin ist. Aber ich weiß nicht, wo ich der begegnet bin. Da habe ich absolut gar keine Ahnung, wo ich dieser Person begegnet bin. Eine Schmiede hätte ich auch gern. Muss ich erst finden. So. Und hier hängt halt wirklich viel dran. An der Großaugenbrasse. So, Restaurant könnte ich verbessern. Ihr bin ich auch schon begegnet. Die möchte eine Perlentaschenuhr. Keine Ahnung, wo ich die finde. Und ihm bin ich auch begegnet. Er möchte eine Strömungsrune. Also völlig überfordert mit den ganzen Sachen. Da soll man meine Jägerhütte ein bisschen mehr produzieren. Baue ich das aus. So. Dann gucke ich mir mal den Trainingsplatz an. I won't go easy on ya. Sprechen. So viel Shizuka Hiura im Kampf. Eine freundliche Person, die mit jedem klarkommt, hat viele Neulinge allein durch ihre Anwesenheit geholfen. Okay. Ich hoffe, du machst meine Truppen einfach besser, oder? Okay, gut. Ich hinterfrage nichts. Ich gehe mal zur heißen Quelle. Die habe ich auch neu gebaut, da habe ich noch nicht reingeguckt. Was die heiße Quelle so geiles macht, kann. Willst du eine Runde spielen? Vielleicht später? Guck mal, was ist hier? Ein Bad nehmen. Wenn du in der heißen Quelle badest, erhalten deine Gruppenmitglieder einen temporären Buff und Heilung für den Kampf. Wenn dich bestimmte Charaktere begleiten, siehst du möglicherweise besondere Gesprächsszenen. Ja, das konnte ich mir schon denken, dass da sowas passiert. Wasserschweinarmee erhalten. Komm, lass mal baden gehen. Ah, da kann man bestimmt einige schöne Gesprächsszenen beobachten. Aber die chillen einfach nur. Aber es ist eine schöne Quelle. Okay. Ach so. Ich kann das abbrechen. Alles klar. Ich dachte, ich muss mir das jetzt ewig angucken. So, was habe ich jetzt? Okay, hat einen Buff jetzt drauf. Alle. Okay. Ja, wunderbar. Dann gehen wir mal auf Ebene 2. Und erstatten Bericht, dass... Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen.
damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.